Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Zuweilen hat man den Eindruck, dass an der Umsetzung eines parlamentarischen Anliegens mehr Leute beteiligt sind, als später davon Nutzen haben. Wir beraten heute einen solchen Fall, bei dem man sich unter fachlich-sachlichen Gesichtspunkten mindestens fragen muss, was die antragstellende Fraktion bei diesem Thema antreibt. Das niedersächsische Fischereigesetz regelt in § 59, dass, wer das 14. Lebensjahr vollendet hat, eine entsprechende fachliche Fischereiprüfung bei einem anerkannten Verband abgelegt hat und einen Wohnort einen Fischereischein beantragen kann, der dann für unbeschränkte Zeit gilt. § 15 desselben Gesetzes besagt, dass einem Jugendlichen unter 14 Jahren eine Fischereierlaubnis nur zur Vorbereitung auf die Fischereiprüfung und nur zum Fischen unter Aufsicht geeigneter Personen erteilt werden darf. Die von der antragstellenden Fraktion ausgemachte Regelungslücke, § 15, betreffe die privatrechtliche Fischereierlaubnis, nicht den Erwerb des Fischereischeins, soll nun herhalten für die Begründung der Notwendigkeit der parlamentarischen Debatte. In der Ausschusssitzung hat der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst dazu ausgeführt, dass nach Rücksprache mit dem Fachministerium keine Notwendigkeit gesehen wird, die genannte Regelungslücke zu schließen. Stattdessen sollen die mit der Durchführung beauftragten Fischereiverbände, Landesfischereiverbände, das Ablegen der Fischereiprüfung erst kurz vor dem 14. Lebensjahr oder aber mit Erreichen des 14. Lebensjahres ermöglichen. Dann kommt es zu keinem praktisch denkbaren Problemfall. Meine Damen und Herren, das bestehende Gesetz definiert den Einstiegsrahmen mit 14 Jahren. Das begründet sich aus dem Tierschutzrecht. Wenn ein Jugendlicher tatsächlich vor seinem 14. Geburtstag einen Angelschein machen würde, dürfte er theoretisch bis zu seinem Geburtstag nicht mehr fischen. Und schauen wir uns vergleichend das Jagdrecht an. Hier darf die Prüfung zu einem Jagdschein erst mit 15,5 Jahren ermöglicht werden und ab 16 Jahren darf der oder diejenige tatsächlich dann an der Jagd teilnehmen. Die AfD hat in der Ausschussberatung dann versucht, die Kompetenzvermittlung in den Fokus ihres Anliegens zu stellen. Aus unseren Gesprächen mit einem der beiden Verbände wollten wir wissen, gibt es tatsächlich Nachwuchssorgen und gibt es den Bedarf, die Altersgrenze runterzusetzen? Rückmeldung: Die Fischereiverbände klagen nicht über Nachwuchssorgen. Schon jetzt werden Jugendliche, die sich in jüngeren Jahren für das Thema interessieren, unterrichtet. Und die geltenden Rahmenbedingungen werden sehr liberal ausgelegt, so dass kein junger Mensch in der Praxis am Fischen gehindert wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können als SPD-Landtagsfraktion der Gesamtschau und unter der Würdigung der vorgebrachten Hinweise und Argumente keinen Nutzen durch die Änderung erkennen. Und dafür kann ich für die SPD-Fraktion sprechen, werden wir diesen Antrag oder dieser Gesetzesänderung nicht zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.